erwartet. Alle Einheiten bei sich, Kontakt voll. Servus Leute. Hier ist Blitzvorspieler und wie versprochen habe ich ein Headset. Ich hoffe, dass es lange hält. Nicht wahr? Ja, wie schon eigentlich im ersten Teil angesagt, der Cut mich für Just Cause entziehen. Und für den Namen Blitzvorspieler, woher stammt das wohl? Und für mich macht dieses Spiel einfach Spaß. Deshalb habe ich mir diesen Namen ausgesucht. Und da damals halt wenige aus meinem Bekanntenkreis. Die kommt wie gerufen. Wenig Blitzballspiel konnten. Dachte ich mir, ey, bin ich der Einzige, der das kann? Oder. Ist man einfach nur. Ich weiß nicht. Passt mir. Das passt mir. Wie war denn das mit Werfen? Achso. Hihi. Ja. Ich habe ja so einiges hier schon erledigt. Wie man sieht, durch den ersten Part. Wollen wir mal weitermachen hier. Hier herzlich willkommen lassen. Ist er? Ja, irgendwie. Okay, Kleiner, festhalten. Ich fliege um das Gebäude rum. Zieh deine Waffen und räum auf dem Dach auf. Mach weg. Kein Ding. Du kannst es wohl nur auf deine Weise, hä? Huh? Okay, dann weiter mit der Mission. Also, bevor ich hier noch mehr Granaten verbrauche. Ja. Aber zum Thema Blitzballspieler, ja. Ich habe auch vor, dieses Spiel Final Fantasy X irgendwann mal zu Let's Playen. Ist ja ganz klar. Deshalb mein Name. Klappt da nicht. Hoppa. Ja, das ist mir auch eigentlich nicht passiert. Da gehen wir erstmal hier in Deckung und suchen uns die Schutz, ja. Die waren da mit Anvisieren und so. Mm-hmm.
erledigt. Geschafft. So. Was haben wir denn hier Feines? Wunderbar, kann man gebrauchen. Ja, Näheres zu den Kisten komme ich später. Ich muss mich hier leicht konzentrieren. Auf die Mission. Was muss jetzt hier stehen? Auf die Speicherkarte erstmal, ne? Hey, soll der Spaß beginnen, nicht wahr? Mach ich. Ich hab's echt schon gesagt. Upsa. Verdammt nochmal, komm in die Gänge, Kay. Bin unterwegs. Mach ihn, solange die Hölle heißt. Kay, mir gehen die Optionen aus. Keine Sorge. Lässt einfach die Granaten ein. Ich bin gleich da. Wuppa. Du solltest dich lieber beeilen. Sonst bleibt von mir nur Hundefutter übrig. Lecker, Hundefutter. Gibt's auch Hundefutter. Gulasch. Bumm. Hat er das? Das wird langsam nervig, Kane. Nächstes Mal bist du hier unten und ich nehme den Helikopter. Das wird nichts, Baby. Du weißt doch, Befehlskette. Tschüss. Boah, ich wollte noch so vieles zerstören. Na, 64%? Zum Überraschungsmoment. Ach ja? Meinst du etwa, wir sind aufgeflogen? Du hast die Speicherkarten. Wir sind ihnen also immer noch einen Schritt voraus. Und wo führt uns dieser Schritt hin? Zum letzten Kontakt der Agentur hier auf Panau. Carl Blaine. Wer ist der Kerl? Ein Ex-Entwicklungshelfer. Ich frag mich auch. Heute ein spielsüchtiger Alkoholiker. Und so einem Vogel trauen wir? Nein, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Blaine kennt diese Insel wie kein Zweiter. Kann doch nicht mehr fliegen. Und jetzt lehn dich zurück und genieß den Flug. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns gleich. Okay. Da wären wir. Suchen nach dem wir Video hier. Bürger von Panau. Im nächsten Part. Ich bin es, ihr geliebter Präsident. Ich habe heute die Schließung des lasterhaften und dekadenten Panau Falls Casinos angeordnet. Alle ausländischen Besucher dieser Lasterhöhle werden überprüft und anschließend abgeschoben. Wer in diesem Zusammenhang ausländischen Straftätern und unpatriotischem Abschaum Schutz gewährt, wird wegen Hochverrats vor Gericht gestellt. Wir müssen dieses... Ich habe ja schon viele Müllhalden gesehen, aber das hier... Schützen.
Lang lebe Panau. Das ist schlimmer, als wir dachten. Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Ganz ruhig, Senorita. Wir sind Freunde von Karl. Karl hat keine Freunde. Außer Ihnen, Jade Tan. Sie sind seine Freundin, oder? Sie müssen Spione sein. Spione, die mit Karl reden müssen. Da kommen Sie zu spät, Lady. Er ist im Casino. Was? In dem Casino? Klar. Das ist sein zweites Zuhause. Na toll, und gleich ist es sein Grab. Wir müssen zu ihm. Schnell. Dann steigen Sie auf. Die schießen ihren Vogel ab, sobald sie ihn sehen. Ich muss los. Aber ich behalte dich im Auge und helfe dir, wenn ich kann. Na los, Kleiner. Fahren wir. Adios. Wir sind da. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihm vielleicht seinen traurigen kleinen Arsch retten. Sie halten nicht viel von ihm, was? Wenn die Regierung Blaine in die Finger kriegt, ist seine Freundin die nächste. Ich bin mit diesem Idioten jedenfalls fertig und verschwinde. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Vielleicht auch nicht. Für einige Leute ist diese Insel eine Spielwiese, für andere ein Grab. Selamat jalan, Spion! So Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.